willkommen zu meinem Häkelkanal. Wir hatten schon mal bauchfreies Top, wir hatten schon mal Westen, Tunika und Necktop, aber ein Kleid oder ein ganz Longshirt hatten wir noch nicht. Und dann habe ich mich rangemacht, ganz schnell und einfach zu häkeln und dass man ohne Problem an seine Wünsche anpassen kann. Das ist ein ganz einfaches Zickzackmuster, der nur aus Stäbchen und Löcher besteht. Gucken wir mal von näher. Ja, und da gebe ich dir eine Anleitung, detailliert, Schritt für Schritt. Das geht ganz schnell und ganz einfach. Man könnte sogar sagen, dass dieses Kleid sowas wie ein Riesenstoler ist. Wenn du ein Fan von solchen unkomplizierten Kleidungsstücken bist, dann kannst du auch hier reingucken. In der Ecke ist ein Video mit einem Tunika, ist auch sehr einfach zu machen. Und die Größe jetzt. Ich gebe dir ein Schnittmuster für die Größe S bis XL. Nimm, was du brauchst, aber alles ist genauso einfach. Und anpassungsfähig. Also wenn du es nicht so breit haben möchtest, ein paar weniger Reihen. Und wenn du es nicht so lang haben möchtest, ein paar weniger Maschen. Ich habe auch hier unten ein langes Schnitt angebaut. Extra für die Bewegungsfreiheit. Aber du kannst es bis unten nähen und dann hast du ein schönes Kleid für dein Sommeroutfit, was richtig zu dir passt und mit sehr schönen Farben. Na dann, einen kurzen Blick auf der Wolle und lass uns anfangen. Und heute häkeln wir mit dieser Wolle. Das ist eine schöne Wolle, die recht unregelmäßig ist. Ist hier mal dick, mal dünn, sie hat Docken und das machte mich ein bisschen an Landhausstil denken. Deswegen habe ich was Lockeres, ein bisschen lässig geäckelt. Die Farbgebung ist auch ein bisschen im Landhausstil. Sie besteht aus 72% Baumwolle und das Rest ist Viskose, sehr solide und äckelt sich sehr gut. Sie ist ein bisschen schwerer, als sie aussieht und das Ergebnis davon ist, dass dein geäckeltes Stück am Ende schön fällt. Sie hat also eine Lauflänge von 260 Meter für 100 Gramm und die Äckelnadel, du brauchst jetzt zwei, eine dickere, Nummer 4 und ein etwas dünneres, Nummer 3,5. Die ganz genaue Bezeichnung findest du unten im Kommentar, da ist die Marke und wo ich es gekauft habe. Und wie viel brauchen wir davon? Also für eine Größe S und M brauchen wir 4 Kugeln davon und für die anderen Größen brauchen wir schon 5 Kugeln. Na dann, lass uns loslegen. Wie gewöhnlich für ein Pulli, ein T-Shirt oder ein Tunika fangen wir an mit einer Maschenprobe. So üben wir unsere Masche und so sehen wir auch, wie viele Maschen wir anschlagen müssen am Anfang. Erstmal hier machen wir 23 Luftmaschen. Das ist eine Mehrzahl von 10 plus 3. 3, 4, 5 und zwar mit der Häkelnadel Nummer 4. Dabei markieren wir die Masche 20 und wir haben noch 3, 21, 22, 23. Häkelnadelwechsel. Wir nehmen jetzt die Häkelnadel Nummer 3,5. Ja, damit man an der Kamera besser sieht, werde ich jetzt eine andere Wolle benutzen. Aber du machst weiter mit unserer schönen Kugel hier. Und wie du siehst, sieht gut aus, aber ich glaube, man sieht ja nicht richtig, wo ich reinsteche. Also, ich habe es jetzt mit dieser Wolle und ich mache ein Stäbchen in der Masche Nummer 20. So, ein Stäbchen in der nächste. Ein Stäbchen in die nächste Masche. Und noch ein Stäbchen in die nächste Masche. So, dass wir hier mit den Luftmaschen insgesamt 5 Stäbchen haben.
Danach überspringen wir hier zwei Luftmaschen und ecken in die dritte Luftmasche, 1, 2, 3, hier ein Stäbchen. So, entsteht ein Loch. Ein Stäbchen in die nächste Masche. Ein Stäbchen in die nächste Masche. Ein Stäbchen in die nächste Masche. Und jetzt haben wir vier Stäbchen hintereinander weg. Das Loch, das wir hier unten gebildet haben, wollen wir jetzt hier oben bilden. Wir machen zwei Luftmaschen. So. Und stechen in die nächste Luftmasche hier. Und ecken da ein Stäbchen. Und so haben wir das Loch jetzt oben. Ein Stäbchen in die nächste Masche. Ein Stäbchen in die nächste Masche. Ein Stäbchen in die nächste Masche. Und schon haben wir wieder vier Stäbchen hintereinander weg. Jetzt wollen wir wieder ein Loch unten haben. Also wir überspringen ein, zwei Luftmaschen, stechen in die dritte Luftmasche. So. Und ecken unser Stäbchen. Es geht weiter. Ein Stäbchen in die nächste Masche. Ein Stäbchen in die nächste Masche. Und ein Stäbchen in die letzte Masche. Wir sind am Rand und am Rand ecken wir zwei Stäbchen im gleichen Loch. So. Wie am Anfang, wir hatten hier die drei Luftmaschen und das Stäbchen. Und hier mit unserer schönen Wolle. Jetzt die zweite Reihe, du wirst sehen, es ist ganz einfach, drei Luftmaschen hoch. Arbeit drehen. Und da an der gleichen Stelle reinstechen und ein Stäbchen. Nächstes Stäbchen hier, ganz einfach da reinstechen, ein Stäbchen. Nächste hier, ein Stäbchen. Nächste hier, ein Stäbchen. So. Wir haben jetzt fünf Stäbchen. Wir sind am Anfang von der Arbeit. Das sind fünf. Dann wissen wir, jetzt wird ein Loch hier gebildet. So, wir machen ein Stäbchen und wir stechen nicht in der erste Stäbchen hier, sondern in der zweite Stäbchen. So. So haben wir das Loch gemacht. Sieht aus wie ein kleines Dreieck. Weiter. Nächstes Stäbchen, ein Stäbchen. Nächstes Stäbchen, ein Stäbchen. Wir brauchen noch ein Stäbchen, wir haben noch drei. Das nächste Stäbchen wird hier im Loch gemacht. So. Und das Loch wird oben gemacht diesmal. Zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Der Dreieck guckt andersrum, ne? Stäbchen im großen Loch. Stäbchen im Stäbchen. Stäbchen im Stäbchen. Stäbchen im Stäbchen. Wir haben unsere vier Stücke. Also machen wir jetzt ein Loch. Der Dreieck guckt jetzt andersrum. Stäbchen nicht da, sondern da reinstechen. Erste. Zweite. Dritte.
vierte. Wir sind am Ende der Reihe, da haben wir Fünfergruppe. Also an der gleichen Stelle reinstechen und fünfte Stäbchenecke. So. Und so sieht es aus mit unserer schöne Wolle. Wir machen noch zwei Reihen zusammen und dann ist es immer wieder das Gleiche. Ne? Also drei Luftmaschen hoch, zwei, drei. Arbeit drehen und hier am Anfang direkt ein Stäbchen. So. Dann ecken wir Stäbchen, bis dass wir fünf insgesamt haben. Die drei Luftmaschen zählen wie ein Stäbchen. Schön. Haben wir. Jetzt kommt das Loch. Stäbchen vorbereiten. Nicht in diese stechen, sondern in diese stechen. Ein Stäbchen. Und jetzt machen wir insgesamt vier Stäbchen. Zwei. Drei. Und vier. Die vierte ist im Loch. Neues Loch machen mit zwei Luftmaschen. Stäbchen vorbereiten, im Loch gehen und das ist die erste. Das erste Stäbchen. Noch drei. Zweite. Dritte. Vierte. Jetzt können wir uns um dem Loch drum kümmern. Diesmal springen wir rüber. Diese nicht, diese nicht, diese ja. Wir sind am Ende der Reihe, also da brauchen wir fünf Stäbchen hintereinander weg. Zwei. Und die zwei letzte Stäbchen, die Ecke lege ich hier im Loch. Vierte. Und die fünfte. Noch einmal zusammen. Drei Luftmaschen hoch. Eins, zwei, drei, Arbeit drehen. Hier an der gleichen Stelle reinstechen und da ein Stäbchen. Das wäre das Stäbchen Nummer zwei. Dritte. Vierte. Und fünfte. Weil wir am Anfang sind. Jetzt kommt ein Loch. Also wir überspringen dieses Stäbchen und gehen da rein. Hier. Und jetzt haben wir insgesamt vier Stäbchen zur Ecke. Das ist hier Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4 ist im Loch. Wir bilden jetzt ein Loch mit zwei Luftmaschen und fangen an mit einer neuen Gruppe. Das erste Stäbchen ist im Loch und dann gehen wir weiter, Stäbchen in Stäbchen. Das ist das zweite Stäbchen. Das dritte Stäbchen und das vierte Stäbchen. Die Gruppe ist fertig, wir brauchen wieder ein Loch. Diesmal überspringen wir. Da nicht, da nicht, da ja. Eins.
2. Wir sind am Ende der Reihe. Wir brauchen 5 Stäbchen. Und 5 hier im gleichen Loch. Und so sieht das aus. Und so sieht unsere Maschenprobe nach 8 Reihe aus. Sie ist 10 cm breit, ist ja ganz praktisch. Und die Höhe misst man von hier bis dort. Und das ist 10,5 cm hoch. Wenn dein Maschenprobe etwas kleiner ist, dann kannst du dickere Nadeln nehmen, statt 4,5 und statt 3,54. Und wenn dein Maschenprobe etwas größer ist, dann andersrum, 0,5 kleiner für die 2 Nadeln. Oder du hast auch die Möglichkeit nachzurechnen mit deinem Ergebnis, wie viel Reihen und wie viel Muster du brauchen wirst. So, Zeit ist jetzt gekommen für unser Schnittmuster und wie du es siehst, das ist ganz einfach. Einfacher gibt es nicht. Das ist einfach ein Rechteck. Er ist 70 cm hoch, egal für welche Größe. Und dann für die Breite haben wir für Größe S und M 56 cm, für Größe L 58 cm und für Größe XL 60 cm. Dann können wir loslegen. Unser gutes Stück wird quer gehäkelt. Das heißt, wir machen hier einen Anschlag für die Höhe von den Longshirt. Und diese Höhe beträgt 70 cm und ist gleich für alle Größe. Dann nehmen wir unsere Häkelnadel Nummer 4 und fangen wir an. 70 cm sind bei mir 143 Maschen, eine Mehrzahl von 10 plus 3 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir markieren die Masche 140, wir haben noch 3 Stücke. 141, 142, 143. Häkelnadel wechseln. Wir nehmen jetzt die Nummer 3,5. So. Und häkeln ein Stäbchen in der Masche 140. Und jetzt können wir weitermachen, so wie bei der Maschenprobe. Das heißt, ein Stäbchen in der nächsten Luftmasche. Ein Stäbchen in der nächsten Luftmasche. Ein Stäbchen in der nächsten Luftmasche. Wir haben jetzt insgesamt 5 Stäbchen, weil wir am Rand sind und wir wollen jetzt das erste Loch oder das erste Zickzack machen. Wir vorbereiten ein Stäbchen, springen hier 2 Luftmaschen und stechen in der dritte. So, und dann häkeln wir 4 Stäbchen hintereinander weg. Das ist hier das erste, zweite, dritte und vierte. Jetzt kommt wieder ein Loch, aber andersrum. Das heißt, wir häkeln 2 Luftmaschen. 1 und 2. Und dann wieder 4 Stäbchen hintereinander weg. Wir stechen hier in der nächsten Luftmasche. 1, 2, 3, 4. Nächstes Loch, nächstes Zickzack, jetzt unten. 1, 2 überspringen, nächste reinstechen und 4 Stäbchen.
Nächstes Loch oben, zwei Luftmaschen und weiter Ecken, vier Stäbchen. Und so weiter und so fort, bis am Ende der Reihe. So, wir sind am Ende der Reihe und dann nicht vergessen, in der letzten Masche gibt es zwei Stäbchen. So, das war die erste Reihe. Ist immer der komplizierteste, aber der wichtigste. Wir prüfen also nach, ob wir uns nicht geirrt haben. Ein Loch unten, ein Loch oben, ein Loch unten, ein Loch oben, ein Loch unten, ein Loch oben, bis am Ende. Und wenn alles stimmt, dann können wir weitermachen. Zum Drehen brauchen wir drei Luftmaschen. Arbeit drehen. Stechen in der gleichen Stelle hier am Anfang mit dem Stäbchen. So. Nächste Stäbchen. Ein Stäbchen. Ein Stäbchen. Ein Stäbchen. Ein Stäbchen. In Stäbchen. Wir haben jetzt fünf Stücke, weil wir am Rand sind. Und wir machen wieder ein Loch unten. Das heißt, hier überspringen, diese Stäbchen überspringen, diese Stäbchen reingehen und da ein Stäbchen Ecke. So wie bei der Maschenprobe. Ein Stäbchen in Stäbchen. Ein Stäbchen in Stäbchen, ein Stäbchen im Loch. Jetzt machen wir das Loch oben mit zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen im Loch. Ein Stäbchen in Stäbchen. Ein Stäbchen im Stäbchen, ein Stäbchen in Stäbchen. Wir haben unsere vier Stücke, jetzt machen wir ein Loch, zwar unten. Das heißt, diese Masche überspringen und ihr gehen. Erste Stäbchen. Zweites Stäbchen, dritte und das letzte hier im Loch. Und dann zwei Luftmaschen und ein Stäbchen im Loch. Und so machen wir weiter bis das Ende der Reihe. Das heißt hier vier Stäbchen, ein Loch unten, vier Stäbchen, ein Loch oben, vier Stäbchen, ein Loch unten und so weiter und so fort. Wie bei der Maschenprobe. Nur wieder am Ende der Reihe und hier haben wir also fünf Stäbchen und nicht vier. Das heißt hier im letzten Loch, da machen wir zwei Stäbchen. Hier reinstechen. Drei Luftmaschen hoch, Arbeit wenn, an der gleichen Stelle hier reinstechen mit ein Stäbchen. Dann haben wir schon zwei Stäbchen, drei, vier, fünf, weil wir hier am Anfang der Reihe sind. Und dann fangen wir wieder an. Hier reinstechen. Jetzt haben wir vier Gruppen. Drei und vier. Das Loch. Ein, zwei Luftmaschen. Und hier im Loch reinstechen. Erste Stäbchen.
zweiten, dritten, vierten. Und jetzt das Loch. Nicht da, sondern da. Erstes, zweites, drittes und hier im Loch viertes. Ja, und so weiter und so fort. Bis dass du deine Breite erreicht hast und davon häkelst du zwei Stücke. Jetzt geht es um das Nähen und wir fangen an mit dem Halsausschnitt. Die Breite von Halsausschnitt ist unabhängig von der Größe und ich habe hier die Reihe 13 und die Reihe 13 markiert, sowie hier Reihe 13 und Reihe 13. Und das wollen wir zusammen nähen, von Arm bis zum Hals. So, es ist jetzt oben fertig genäht auf die zwei Seiten und jetzt können wir uns um den Armausschnitt kümmern. Und zwar für Größe S und M machen wir 25 cm hier ab oben. Messen wir und markieren wir mit einem kleinen Haken. Und für die Größe L und XL messen wir dann 27 cm. Dann zählen wir, wie viele Maschen wir haben bis dort und zählen wir genauso viele Maschen von dort bis dort und markieren wir mit einem zweiten Haken. Okay, und jetzt auf welche Länge wollen wir das zusammennähen? Ich habe hier 22 cm genommen und ich mache das gleiche. Ich zähle, wie viele Maschen ich da habe und dann bringe ich hier ein zweites Haken an der gleichen Stelle. Und jetzt sind wir bereit, wir können zusammen nähen. Und wie man sieht, hier ein Loch auf ein Hügel und ein Hügel auf ein Loch. Passt gut so. Und das gleiche machen wir auf die andere Seite. Und hier ist dein Kleid fertig geäckelt. Ich muss sagen, hat richtig Spaß gemacht, das Muster vor allem. Und das ging schnell voran. Ja, ich zeige dir den Schnitt. Der ist ganz lang. Das ist für die Bewegungsfreiheit. Aber du kannst es kürzer machen oder sogar ganz ohne Schnitt. Das ist eben dein Kleid für dein Sommeroutfit. Deine Spaziergänge am Strand oder im Wald, im Land. Ja, das wird die Blicke anziehen. Wenn meine Arbeit dir gefällt, dann gib mir ein Like. Abonniere. Und wir sehen uns bald für neue Projekte. Tschüssi!